Freunde der Sonne. Jetzt ganz kurz zu meiner Mappe und zu meinem restlichen Schüssel. So. Ich habe mir auch Gedanken zu der Reihenfolge gemacht. Und zwar starten wir mit... das kann man gut sehen. Mit dem Projekt hier, mit Back to Surface. Und dann halt, ja, zum Einstieg halt nur. Dann aus meinem Intro, da hier dieses Logo, halt ein Frame, der einigermaßen gut aussieht. Dann mit diesem Schrittding aus meinem asiatischen Haus hier, halt Polygone, keine Texturen mit Texturen. Dann aus meinem Dings hier, aus meiner Cartoon-Animation. Dann kommt hier aus der Synergy-Animation, wie ich das gemacht habe, halt mit Editor, Render, After Effects und ganzen Lachs. Dann kommt dieses Ding für meine Schule, weil mein Vater meinte, dass ich auch zeigen soll, dass ich mich für die Schule total gut engagieren soll. Das eine Foto, was ich eigentlich ganz cool finde. Schwarz-Weiß, keine Ahnung. Dann das andere Foto mit der Skyline von Oldenburg. Halt das Foto hier, weil es ganz cool aussieht mit dem Säulen. Und das Projekt mit der Epochen der Architektur, halt mit alten, mit Altbau, dann halt mittelalt und ziemlich neu. Dann halt mein Wolf, groß ausgedrückt einmal. Mein Lindwurm einmal groß ausgedrückt. Den Käfer. Dann hier der Assassin-Verschnitt einmal. Darunter halt der Golem. Dann habe ich für die Prüfung noch diese Blöcke hier von Sterlex, keine Ahnung, A4, A3. Und noch das hier, keine Ahnung, Radiergummi. Bleistifte von A bis B alles durch. Solche Aufklebesticker für die Mappe und so ein Lamin-Tuschkasten.